Die Pandemie ist beendet. Das sag nicht ich, denn dann wäre es bedeutungslos. Nein, das sagt Professor Dr. Christian Drosten, der Chef-Virologe der Charité, der Mann, der die Regierung berät und der wirklich in den letzten 2 Jahren der größte Mahner war, wenn es darum ging, vorsichtig zu sein. Der mit dafür verantwortlich war, dass wir Restriktionen, Einschränkungen und Maßregelungen über uns ergehen lassen mussten. Dieser Mann sagt jetzt wörtlich, ich zitiere, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei. Diesen Winter werden wir die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2 erleben. Im Klartext heißt das, Corona, also SARS-CoV-2, reiht sich damit ein in diese Phalanx der normalen, im Jahresturnus auftretenden Grippeerkrankungen oder anderer Erkrankungen, Lungenerkrankungen, die wir aufgrund der Verteilung im Jahr haben, mit denen wir leben lernen müssen. Es ist aber nicht mehr dieses bedrohliche Geschäft, was weitere exzessive Maßnahmen erfordert. Nun, das ist schön, denn es zeigt 2 Dinge. Erstens mal, dass wir versöhnlich in ein 2023 starten können, voller Hoffnung, wieder zu der Form an Normalität zu kommen, indem wir einfach eine weitere Krankheit haben, die uns im Alltag begegnet und mit der wir lernen müssen, umzugehen. Es zeigt aber auch, dass wir als Kollektiv in Deutschland funktionieren und das ohne Pflicht, ohne Impfpflicht, ohne dieses Drangsal durch die Regierung. Und es zeigt noch eins. Dieser Wissenschaftler hat uns damit eine Erleichterung mit auf den Weg ins neue Jahr gegeben, stellt aber einen Regierungsverantwortlichen nicht nur in die Ecke, sondern setzt ihn unter Zugzwang. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach zieht nämlich seine ganze Existenzberechtigung. Er zieht seine ganze Energie aus dem Bekämpfen dieser Pandemie. Mit dem Beenden dieser Pandemie durch unsere Virologen haben wir nun eine Situation, die für ihn bedeutet, weniger Kompetenzen, weniger Talkshow-Einladungen, weniger Nachfrage, weniger Bedeutung. Für einen Mann wie Karl Lauterbach, der omnipräsent war eine gewisse Zeit lang, bedeutet das der Schritt zurück ins zweite oder dritte Glied. Und wenn er mittlerweile die Affenpocken zum nächstgrößeren Herausforderungsmomentum generiert hat, dann zeigt das nur, wie verzweifelt er ist und nach einer Möglichkeit sucht, sich selbst wieder geozentrisch in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, in der Hoffnung, seine Bedeutungslosigkeit nochmal um ein weiteres halbes Jahr zu verzögern. Ich persönlich glaube aber, dass es an der Zeit ist, dass er konsequent ist. Denn mit dem Beenden der Pandemie sollte er auch einen Schritt machen, nämlich einen Schritt zur Seite. Er sollte den Platz freimachen, denn er hat dieses Amt stark belastet und kontaminiert. Ich glaube nicht, dass er für die Zukunft der geeignete Gesundheitsminister ist und er derjenige wäre, der bereitwillig jetzt wieder über Gesundheit redet. Denn wir brauchen auf Dauer einen Gesundheitsminister und keinen Krankheitsminister. Die Zeit von Karl dem Großen ist definitiv abgelaufen und er sollte das realisieren. Und er sollte gemeinsam mit der Pandemie abtreten. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn euch das gefallen haben sollte und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über das, was die aktuelle Tagespolitik ausmacht, aber auch was die Persönlichkeiten und die Gesichter unserer Politik betrifft, dann abonniert diesen Kanal, lasst einen Kommentar da und helft uns dabei zu wachsen und unseren Platz zu finden. Wir haben für euch den Finger am Puls der Zeit, das Ohr an der Straße und beide Augen auf das, was sich hier in Deutschland tut. Wir sind der Meinung, der Lebensraum Deutschland ist wertvoll für alle, die hier ein Zuhause haben. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.